Hier ist das SKW-Journal am Freitag und das sind einige unserer Themen. Inhalte der CDU-Bundestagsabgeordneten Dietlen Thiemann vorgestellt. Wie sich Thiemann zu den brisanten Themen in Berlin stellt. Initiative zur Blutkrebsspende ein wichtiger Erfolg. Wie hoch ist aber eigentlich die Spendenbereitschaft der Brandenburger? Und innovative Ideen präsentiert. Beim Technologie- und Transfertag wurde der Innovationspreis in der THW verliehen. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie zum letzten Tag in dieser Woche hier im SKW-Journal recht herzlich begrüßen. Auch wenn der Streit zwischen der CDU und der CSU vieles überlagert hat, darf man dabei nicht vergessen, es wird natürlich auch Sacharbeit im Bundestag abgeliefert. Daran erinnerte die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlen Thiemann bei ihrem Vortrag im Dom. Ein Jahr Bilanz Bundestag. Dietlen Thiemann nahm kein Blatt vor den Mund, als sie über die inhaltlichen Themen sprach. Ein wichtiger Baustein, natürlich das Sofortprogramm Pflege, das nun auf den Weg gebracht wurde und die Einstellung von neuen Pflegekräften vorsieht. Das darf aber kein Bürokratiemonster werden, warnte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Für Thiemann ist aber in dieser Frage noch was ganz anderes entscheidend. Wichtig ist auch, dass die Auszubildenden im Bereich der Kinder- und Krankenpflege, dass die Ausbildung nicht mehr noch Geld kostet, anders als in anderen Ausbildungsbereichen. Eigentlich, wenn man sich das richtig überlegt, kaum wahrscheinlich für jemanden nachvollziehbar, warum das so ist. Es ist so gewesen. Das soll abgebaut werden schrittweise. Und auch die Tatsache, dass man gesagt hat, die Auszubildenden in der Krankenpflege sind ja schon mit im Einsatz und damit ist es ja nicht zusätzliches. Jemand, der im ersten Ausbildungsjahr ist, ist garantiert nicht in der Lage, eine Pflege durchzuführen, sonst müsste er sie ja nicht erlernen. Und damit hat man dem auch Rechnung getragen, indem gesagt wurde, der Mehraufwand, der damit verbunden ist, ist eben auch abrechenbar. Beim Thema Fachkräftemangel hält sie nichts von kurzfristigen Panikreaktionen, vielmehr von gelungener Integration. Hier sieht sie noch klare Versäumnisse. Weil erstens aus meiner Sicht es falsch wäre, dass wir aus Ländern jetzt uns gut ausgebildete Menschen abwerben, weil wir sie den Bedarf hier haben. Die fehlen dann dort auch. Und andersrum, wenn jemand zu uns kommen soll, dann muss er auch bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen. Das heißt, wenn das Fachkräftezuwanderungsgesetz, wie wir es auf den Weg bringen wollen, dazu führen sollte, dass die Sozialsysteme bei uns der Anreiz sind, zu uns zu kommen, dann ist es der falsche Weg. Es muss darum gehen, dass Voraussetzungen da sind, wenn es um die Sprache geht. Da ist der sogenannte B1-Abschluss gesagt worden. Aber wenn man sich mal anschaut, dieser B1-Abschluss oder Lehrgang bedeutet, dass man sich verständigen kann. Also der B2 ist eigentlich der richtige. Ja, Sprachkenntnisse und nochmals Sprachkenntnisse. Kritik kam von ihr auch an Unternehmen auf, die ausländischen Sprachschülern zu wenig Praktikumsplätze anbieten. Was nützt es, wenn ein Syrer Elektriker werden will, die deutsche Sprache beherrscht, aber in das Berufsfeld nicht reinschnuppern kann, beklagte Thiemann. Eine klare Absage erteilte Thiemann der Frauenquote. Das ist für sie geradezu eine Degradierung der Frau. Wenn man immer nur darüber spricht, dass Frauenwahlrecht natürlich eine Riesenvoraussetzung war, um überhaupt mitreden, mitbestimmen zu können, dann kann ich heute eine Diskussion, die entweder unter der Rubrik Gender läuft, Entschuldigung, nicht mehr hören. Und zweitens, wir sollten uns als Frauen auch nicht auf die Quotenfrau zurückdrängen lassen. Außerdem warnte sie vor einem Kita-Wahn. Bei entsprechender finanzieller Unterstützung könnte es doch auch mal möglich sein, dass eine Mutter oder der Vater ihr Kind 2 bis 3 Jahre zu Hause betreut. In der Bildungspolitik ließ sie kein gutes Haar an der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst. Diese war vorher für Bildung in Schleswig-Holstein verantwortlich. Thiemann, die würde am liebsten erst ab der 4. Klasse Noten einführen. Auf die Frage hin, warum man im Land Brandenburg verschiedene Fächer zusammenfügt, in unteren Klassen, die dann wieder getrennt werden, nämlich Chemie, Physik und Biologie, wurde mir sehr deutlich gemacht, dass anscheinend mein Erfahrungsschatz auf dem Gebiet nicht ausreichend ist, um das richtig zu bewerten. Und habe ich gefragt, wie geht es dann mit den Lehrern?
kann ein Lehrer, der vorher Biophysik oder Chemie gelehrt hat, dann plötzlich alle drei Fächer in einem, die werden geschult. Ich habe dann bloß zufällig mit einer Lehrerin gesprochen, die von so einem Verfahrensweg betroffen war. Die hat mir was anderes erzählt. Und zum anderen habe ich eine Kollegin aus Schleswig-Holstein, die erzählte mir, ich will dir nur sagen, dass das, was die heutige Ministerin in Brandenburg in Schleswig-Holstein eingeführt hat, machen sie gerade alles wieder rückgängig, weil es der größte Unsinn ist. Ich will damit nur deutlich sagen, was wir für ein Experimentierfeld Kind haben. Und da meine ich Bildungspolitik insgesamt. Und da bin ich der Auffassung, da sind wir als Bund gefordert. Und genau da könnte auch Dietlin Thiemann in die Bildungspolitik eingreifen. Denn sie sitzt ja im Nationalen Bildungsrat, quasi ein Gegenspieler der Kultusministerkonferenz. Eine Vereinheitlichung in wesentlichen Punkten bei der Bildung könnte mit Sicherheit auch dem Bildungssystem in Brandenburg nicht schaden. Und damit kommen wir zur Frage der Woche. Am letzten Wochenende gab es hier in der Havelstadt eine großartige Stammzellenspenderaktion. Dabei erklärten sich über 1000 Menschen bereit, Spender zu sein. Das wiederum wirft die Frage auf, wie sieht es überhaupt mit der Spenderbereitschaft hier in der Havelstadt aus? Denn neben der Stammzellenspende gibt es auch noch die Organ- bzw. die Blutspende. Hier kommen die Antworten unserer Mitbürger. Sind Sie Stammzellspenderin? Ja. Ja, ja, sind Sie. Das ist ja schön. Sie sind die Erste, die wir heute treffen. Verrückt. Also ich bin registriert. Genau. Schon das seit Jahren. Aber es kam noch nicht dazu, dass Sie... Noch nichts, nein. Nee, noch nicht. Können Sie sich vorstellen, das zu werden? Könnte ich mir vorstellen, ja. Nee, bin ich nicht. Könnten Sie sich vorstellen, das zu werden? Ja, wenn ich da passe, ne, wenn meine Stammzellen passen, um Leute zu retten, ja. Nein. Nein. Noch nicht. Würden Sie sich registrieren? Ich habe mir überlegt, ja. Ja. Haben Sie auch schon mal was anderes gespendet? Blut zum Beispiel? Ja. Haben Sie auch schon mal? Ja. Regelmäßig oder mehr sporadisch? Früher. Nee, da bin ich zu alt für. Nee, wenn ich ehrlich sein soll, nicht. Ja. Ja. Wofür haben Sie das gemacht? Plasmaspende in meiner Jugend. Bin ich aber direkt umgekippt. Also ich weiß nicht, ob ich da geeignet bin. Haben Sie auch einen Organspendeausweis? Ja. Was spenden Sie denn so? Ziemlich alles oder gibt es irgendwas, wo Sie jetzt sagen, das würde ich gerne für mich behalten? Nö, gibt's nicht. Also Sie spenden alles, das kann auch ruhig. Wenn es denn gebraucht wird. Noch nicht. Würden Sie sich einen zulegen? Hm, würde ich machen. Also ich muss sagen, nee, den habe ich nicht und ich will auch meine Organe nicht spenden. Weil ich anderen nicht helfen will, sondern weil auch sehr viel Schindluder damit getrieben wird. Und vielleicht ist man ja dann so in so einer Situation, ja, wo man vielleicht noch leben könnte. Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber nee, also dem traue ich nicht ganz, nicht? Nein, habe ich mir auch überlegt. Also würden Sie sich zulegen? Ja. Haben Sie da eine Prämisse nur für andere Menschen zur Verfügung oder auch für die Wissenschaft zur Verfügung stellen? Oder ist Ihnen das egal? Nee, für die Wissenschaft würde ich es jetzt nicht machen. Also nur für andere Menschen. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Frohe Weihnachten wünscht Vocal Dente. Deutschlands erfolgreichster A Cappella-Export serviert das neue Weihnachtsprogramm. Eine weihnachtliche Reise rund um den Globus. Merry Christmas, Joyeux Noël, Feliz Navidad. Vocal Dente mit internationaler Weihnachtsmusik. Blue, modern gray. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da.
Im Programm französischer Choral, Country Yankee Christmas Doodle und das norwegische Lied vom Elfen Weihnachtsbrei. Weihnachtslieder aus aller Welt, mitgebracht von ihren Reisen. Vokaldente kennen keine Sprach- oder Stilhürde. Pur, akustisch und authentisch. Besinnlich, lustig oder energiegeladen. Vokaldente hat für jeden ein musikalisches Geschenk. Vokaldente sind die Tenöre Benjamin Boresch, Jakob Buch und Tobias Tobek Kiel. Der Bariton Alexander Nolte und die Bassstimme Tobias Pasternak. Am Freitag, dem 30. November um 19.30 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters. Vokaldente beglückt mit einem Weihnachtskonzert, das sie nie vergessen werden. Karten an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Lassen Sie sich von Vokaldente verzaubern. Hochschulen und auch Universitäten haftet oft der Ruf an, weit weg vom realen Leben zu sein. Aber der Brandenburger Innovationspreis BRAIN von der Technischen Hochschule hier in Brandenburg an der Havel tritt alljährlich den Gegenbeweis an. Denn viele der dort ausgezeichneten Ideen und auch Innovationen stammen von heutigen und auch ehemaligen Studenten. Smartphone statt Arztbesuch. Für multiple Sklerose-Patienten könnte das schon bald Realität werden. Der erst 19-jährige Informatikstudent Tim Lorenz Debbing hatte die Idee dazu und tüftelt nun an der Umsetzung. Mithilfe dieser App soll man selbst Diagnoseverfahren durchführen können. Das bedeutet, die Therapie, die normalerweise ja sehr vom Arzt abhängt, wird nun quasi mit dem Smartphone, mit dem eigenen Smartphone unterstützt. Der ambitionierte Jungentwickler, der neben dem Studium an der Technischen Hochschule Brandenburg auch noch bei einem Berliner Unternehmen Apps programmiert, schaffte beim Brandenburger Innovationspreis auf Anhieb den Sprung unter die besten drei in der Kategorie Innovation. Am Ende landete er auf dem zweiten Platz, für ihn vor allem ein toller Ansporn. Für mich bedeutet so eine Auszeichnung immer wieder weitermachen. Einfach genau an dieser Stelle wieder ansetzen, verfeinern das ganze Projekt und einfach nicht aufhören, genau an solchen Sachen zu arbeiten. Wie vielfältig der Begriff Innovation sein kann, zeigte der Erstplatzierte in dieser Kategorie. Hier überzeugte Christopher Stengel mit seinem mobilen Bootshebeportal die Jury und die Zuschauer. Denn die durften natürlich ganz zeitgemäß per App ebenfalls mit abstimmen. Ein Dozent der THB stellte sich an diesem Abend gleich zweimal als Entwickler zur Wahl. Professor Dr. Thomas Schrader erwarb in der Kategorie Ideen für die sogenannte Rheuma-Kamera und ein intelligentes Assistenzsystem, das Medikamentenverwechslungen vorbeugen soll. Wir haben dazu Studien gemacht, das ist ein sehr hoher Anteil an Medikamenten, die auf dem Markt sind, die eben halt so potenzielle Verwechslungsgefahr aufweisen. Und die Idee ist eben halt zu sagen, okay, wir machen ein System, wo man immer wieder kontrollieren kann, gibt es in den Dingen, die jetzt immer verteilt werden auf eine Station oder eben zum Patienten, gibt es da Medikamente, wo man nochmal aufpassen muss, nochmal eine Marker setzen muss, damit so eine Verwechslung nicht stattfindet. Denn so eine Verwechslung ist eben dann sehr gefährlich und kann dann ein böses Ende nehmen. Eine Idee, die es am Ende auf den dritten Platz schaffte. Für die Rheuma-Kamera hingegen langte es für ganz oben. Rheuma ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die ist sehr schmerzhaft in den Gelenken und führt zur Zerstörung der Gelenke. Und wenn eben so ein akuter Schub ist, muss das eben halt durch einen Arzt untersucht werden. Und dann ist das eben eine manuelle Untersuchung, die ist eben halt sehr schmerzhaft. Und mit dieser berührungslosen Diagnostik haben wir also keine Schmerzen und wir können das eben halt gut dokumentieren. Und dafür haben wir dann eben halt unterschiedliche Sensorsysteme zusammengeführt und fusionieren dann diese Daten zu einem diagnostischen Ergebnis. Für den Medizininformatiker sind die Auszeichnungen vor allem auch eine hilfreiche Bestätigung, ob es für die Innovationen überhaupt einen Markt gibt. Es ist natürlich Motivation, es macht ja erstmal auch Spaß, darüber nachzudenken, Ideen zu entwickeln und die dann eigentlich zu präsentieren und dabei auch gleich zu testen, wie weit das Akzeptanz findet, ob die Idee, die man so selber ausgebrütet hat, ob die eben halt auch interessant ist für die anderen. Und das ist eigentlich dann immer ein sehr schöner Augenblick, wo man sagt, okay, ja, das, was wir jetzt hier so machen, ist wirklich auch interessant für die anderen Leute und es ist wichtig, dass das sozusagen auch weiterentwickelt werden kann.
Oftmals kommen auch die Ideen für die Innovationen direkt aus dem praktischen Alltag. An dem Gymnasium, an dem ich mein Abitur gemacht habe, gab es eine Lehrerin, die selbst an Multiple Sklerose erkrankt ist. Und ich habe den Therapieverlauf miterlebt und habe mich dann dazu entschieden, eine App zu entwickeln, da ich mitbekommen habe, dass es in dieser Therapie oft Probleme gibt. Und diese Probleme sind gerade in der Datenerhebung zu finden. So zeigt der Innovationspreis einmal mehr, dass der Graben zwischen den Hochschulen und dem praktischen Leben längst nicht so tief ist, wie oftmals behauptet. Unter dem Motto, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, fand am Donnerstagabend der Lampenjungen-Umzug der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft statt. Der Streifzug ging durch die alte Neustadt und war für viele Kinder wahrscheinlich das Highlight der Woche. Begleitet wurde der Umzug vom Spielmannzug Stahl-Brandenburg und der Freiwilligen Feuerwehr der Havelstadt. Das Lampenjungenfest endete am Slavendorf, wo auch noch für das leibliche Wohl einiges geboten wurde. Und damit sind wir bei den Fußballansetzungen für das kommende Wochenende. Am Donnerstag haben wir schon über die Pokalbegegnung BSC Süd 05 gegen Energie Cottbus berichtet. Das Spiel wird am Samstag um 13 Uhr auf dem Seelenbinder Sportplatz angepfiffen. Karten gibt es natürlich noch an der Stadionkasse und der SKB ist vor Ort und wird natürlich am Montag ausführliche Spielberichte davon bringen. Der Regionalligist Optik Rathenow steht ebenfalls noch im Viertelfinale. Sie müssen zum VfL Krieschow. Diese Begegnung gab es schon vor einem Jahr. Optik Rathenow konnte das Spiel mit 2:4 gewinnen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir bei den Wetteraussichten. Wir müssen uns auf tatsächlich herbstliches Niveau in den kommenden Tagen einstellen. Traumhafte Aussichten bei jedem Wetter. Der Sparkassen-Privatkredit. Am Samstag ist es nach wolkigem Beginn überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen bei 6 bzw. 2 Grad in der Nacht. Am Sonntag ist es erst freundlich, später bedeckt. Niederschläge wird es nicht geben. Am Tag werden 7 Grad erreicht. Nachts kann das Thermometer stellenweise auf bis zu minus 4 Grad absinken. Und am Montag bleibt es dann den ganzen Tag bedeckt. Es kann stellenweise regnen und es wird recht kalt, bei Werten von 5 am Tag und 4 Grad in der Nacht. Traumhafte Aussichten bei jedem Wetter. Der Sparkassen-Privatkredit. So, meine Damen und Herren, und das waren dann die letzten Nachrichten in dieser Woche. Ich darf mich ins Wochenende verabschieden, wünsche Ihnen ebenso einen sehr schönen Samstag und Sonntag. Am Montag ab 18 Uhr sind wir dann mit aktuellen Meldungen für Sie zur Stelle. Bis dahin alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.